Ja, halli, hallo, wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe gedacht, hey, ich habe da so ein schönes Gefäß und ich habe da so eine schöne Orchideenrispe. Und ja, wenn ich die hier so reinstecke, sieht das ja nicht so toll aus. Und darum habe ich gedacht heute, ich zeige euch heute was für alle Mutigen. Also auch für dich und dich und dich. Und ja, was machen wir? Wir machen ein Blumengesteck in Gelb. Und dann habe ich da unten noch was, wo wir das Gesteck noch etwas exklusiver machen. Und am Schluss kannst du entscheiden, ob du lieber die oder die Variante schöner findest. Und ja, einige haben mich gefragt, warum legst du eigentlich immer noch ein Zellophan in die Gefäße rein? Und das ist so. Wenn du kein Zellophan ins Gefäß reinlegst und es aus Terrakotta ist, besteht die Chance, dass das Gefäß trotz allem atmet. Also das heißt, dass das Gefäß nicht Wasser raustropfen wird, aber dass es atmet und dass es dann auf deinem Holztisch mit Schimmel befallen werden kann. Ich lege unten immer oder oftmals noch Filze unten dran, damit es auch schön rutscht. Aber es kann natürlich auch sein, dass es trotz allem genügend Feuchtigkeit hat und dann kannst du wirklich relativ schnell Probleme auf deinem Tisch haben. Vielleicht nicht nach einem Tag, aber vielleicht nach drei Tagen, wo du das Gefäß nicht verschiebst. Dann ist es wichtig, dass die Steckmasse immer schön im Wasser liegt. Das heißt also, dass wir jetzt das Gefäß hier mit Wasser auffüllen, damit die Steckmasse nicht gleich austrocknen wird. Natürlich wird sie nicht sofort austrocknen, wenn sie da im Gefäß ist. Aber es dauert natürlich sehr, sehr wenig lange und du hast ein großes Problem, dass du dann die Steckmasse nicht verfeucht hast und somit können wir nicht mehr garantieren, dass das Gesteck schön lange bleibt. Ich habe jetzt das Oasis, die Steckmasse schön unten reingelegt, das heißt also unterfüllt das Gefäß, damit wir da wirklich auch das Gefäß schön in Szene setzen können. Und zudem ist es mir jetzt wichtig, dass ich da mit dem Kokosnussfaser noch ein wenig das Gefäß auch abdecke. Somit brauchen wir eigentlich auch kein Grünmaterial. Ich nehme dann hier so 5 gelbe Nelken, passend zu den gelben Orchideenblüten, die wir dann jetzt verarbeiten wollen. Lege die auch, verstecke sie schön ins Gefäß. Vielleicht hörst du die Vögel zwitschern, es wird langsam aber sicher Frühling und dadurch ja, gehen dann auch langsam einem die Frühlingsblüher aus dem Sortiment raus. So, jetzt halbiere ich da mal diese Orchidee. Ja, diese langen, die lege ich mal auf die Seite, weil vielleicht brauche ich die dann für einen Blumenstrauß noch. Und dann habe ich da so Blumenröhrchen und mit diesen Blumenröhrchen kann ich die Stiele verlängern. Das heißt also, wenn ein Stiel mal nicht so lang ist, wie der praktisch ist, für ihn eine Kreation reinzutun, dann kann ich diesen Stiel einfach so verlängern. Das heißt also, so ein kurzer Stiel ist manchmal nicht so praktisch. Dann nehmen wir so ein Blumenröhrchen und können dann das Ganze hier schön rein machen. Wichtig ist auch, dass du darauf achtest, dass du vielleicht nicht zu viel vom Kokosfaser in die Oasis-Steckmasse reinsteckst, weil sonst hast du das Problem, dass plötzlich die Faser dann auch Wasser aufzieht und dann wird es so richtig schwubbelig und feucht und das ist nicht so optimal. Cymbidium-Orchideen sind natürlich auch sehr, sehr dankbar, weil sie eigentlich sehr lange schön bleiben und somit auch wirklich ein dekoratives Element in der Floristik sind, eine dekorative Blüte sind. Kann ich zum Beispiel hier auch diese so zurückschneiden und dann den ganzen Stiel hier so reinmachen und dann haben wir auch einen langen Stiel,
natürlich, es kommt immer wirklich darauf an, wie man die ganze zerschneidet. So, nun haben wir so einen wunderschönen Blütenteppich. Und ich habe ja am Anfang gesagt, den Mutigen gehört die Welt. Und auch schon so sieht die Kreation schön aus. Aber ich habe da am Boden ja gesagt, dass ich da noch so Zweige habe. Und jetzt habe ich gedacht, könnten wir doch diese Zweige noch so schön über die Kreation rüberlegen. Nicht, dass wir da jetzt so gerade die Äste reinlegen, sondern dass wir wirklich da diskret über die Orchideen die Äste machen. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir da nicht die Blüten zerstören. Aber es sieht dann wirklich so richtig schön harmonisch aus. Und dadurch habe ich auch gesagt, das gehört eigentlich nur für mutige Leute, weil halt dann die exklusive Orchidee ein wenig in das Hintertreffen rückt und trotzdem haben wir doch eine ganz schöne exklusive Harmonie kreiert. Also das finde ich, das kannst du nicht machen, wenn du jetzt sagst, ich bin eher bünzlig veranlagt, so eher traditionell. Das ist wirklich dann was, was du wirklich nur machen kannst und machen darfst. Wenn du sagst, doch, ich bin innovativ, ich bin frech und ich will auch mal etwas anderes ausprobieren. Da diese Äste, das sind so Abschnitte von einem Obstbaum, also wirklich ja etwas, das vor einer kurzen Zeit mal abgeschnitten wurde, bevor die Bäume ausgetrieben haben. Und sowas lege ich dann jeweils bei mir im Garten in den Fundus. Und kann es dann zu gegebener Zeit auch abholen gehen. So. Jetzt haben wir da noch ein, zwei Reagenzgläser, die wir da noch sehen. Und dann frage ich doch euch mal, ob euch diese Kreation so gefällt. Oder ob du sagst, es ist mir noch etwas zu langweilig, zu wenig mutig. Dann lege ich doch noch einen oben drauf, und zwar den Sonnenschirm für die Blumen und lege da noch dieses Blatt oben rein, wenn ich da noch eine Lücke in der Steckmasse finde und kann das Ganze so noch ein wenig ausschmücken. Und wenn du sagst, mir gefällt das mit dem Blatt auch sehr, sehr gut, dann schreib doch mir das unten rein. Lieber ohne Blatt oder lieber mit Blatt oder vielleicht lieber ohne Äste. Sag's mir doch einfach, welche Kreation genau dir am besten gefällt. Blumenmann, eine mutige Kreation in Gelb für die alle, die Sonne lieben.